Howdy Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Gas Station Simulator. Und ja, die Party geht langsam zu Ende und wir müssen wieder richtig in die Arbeit. Ja, ich komme ja schon. Einmal voll machen? Ja, natürlich, gerne. 200 Liter haben wir noch, das passt. Ein Mädel steht an der Kasse, Reinigung ist da, Materialien haben wir, denke ich, recht gut. Okay, außer Snacks. Okay, Snacks gehen langsam aus, trinken haben wir. Okay, der ist voll. Oh, da haben sie auch zugeschlagen, sehr schön. Ah, ich liebe den Partybus. Die kaufen immer so schön viel ein. Wow. Da geht es Eisflöten. So. Alkohol ist auch fast weg. Snacks sind gut weg. Also ich bin ehrlich, der Zeitungsständer ist hoch. Also sorry. Also wenn da die eine Zeitung nicht 100 Dollar kostet, dann ist er hoch. Snacks. Zigaretten. Alkohol. Hallo. Ich hätte gern eine Lieferung. Produkte. Ich will also mal Snacks. Boah, Snacks sind ja schweineteuer, ey. Ja, da gibt man überall nur eines. Alkohol. Alkohol ist relativ billig heute mal, hm? Snacks, Alkohol, Zigaretten, hä? Da kaufen wir aber nur die, die billig sind. So. Erfrischungsgetränke kaufe ich da halt, glaube ich, keine. So, wie schaut's aus? Ja. Ich bin leicht übers Ziel hinausgeschossen, wie immer. Da tun wir Nummer 1 hin. Da eines, da eines, da eines. Ja, ich komme gleich. Ein Moment. Bin gleich bei Ihnen. So. Sehr schön. Ich komme ja schon. Was darf sein? Einmal vollmachen? Natürlich. Ich hänge schon den Schlauch rein. Und zack. Und schöne Fahrt. Und bauen Sie bitte keinen Unfall, denn den müsste ich reparieren. Keinen Bock drauf. So, Werkstatt, Waschanlage, die Mail des Onkels. Hatten wir nicht gestern schon eine Mail? Ah, Reifen, Spiegel, ja, ist war so klar. Also Batterien brauchen die Leute relativ selten, hm? Umso besser. So, Öl habe ich noch 13, okay, ist voll. Car Repair habe ich noch 25, das ist perfekt, das geht mal so nett aus. Spiegel habe ich keine mehr, Christi-Mädel. Aber, das heißt, was ich nachkaufen muss, wahrscheinlich bald sind Reifen. Oh, eine Tür haben wir trotzdem kaputt gemacht, naja. Gut, dann soll es so sein. Ihr seid eh bei mir. Ihr seid bei mir. Perfekt. Uiuiui. Okay, Lagerhaus. Okay, unser Dude ist schon da. Einen Moment. Ah, sorry, Mädel. Ich wollte dich nicht anrempeln. Tut mir herzlich leid. Aber das muss die Kundin nicht wissen. Uiuiuiuiuiui. Jo, schöne Fahrt. Aufpassen. Einmal voll machen. Ja, komm, hopp, hopp. Hab keine Zeit. Hier wird gearbeitet und nicht gekleckert. So. Schön weiterarbeiten. Na, Andrew? Schaust du die Gegend an? Yo, Coyote, was geht ab? Oh, sorry. Eis ab. Dachte, es wäre der Coyote. War nicht so. Ah.
Wupp. Und. Wupp. Wow. Also jedes Mal, wenn der um die Kurve fährt, denke ich mir, oh Gott, gleich liegt er im Graben. Hey Andrew, wenn du hier schon noch blöd rumstehst, hättest eigentlich auch gleich das Auto hier abwaschen können. Hm? Nicht? Ah, Pause. Dann verbringt er auch wenigstens in deinem Wohnwagen. Eieiei, ist der dreckig, ey. So. Gleich ist er wieder schön blitzeblank. Zumindest die eine Seite. Oh. Zack. Ja, der ist gleich fertig. Brauchst du jetzt wieder reinschauen erst. Kunde, Werkstatt, Kumpel, Kraftstoff und Johann geht, glaube ich, aufs Klo. Schnell wie der da drin war, muss der wohl drängen. Hi. Jo. Einmal voll machen? Natürlich. Voll machen? Klar. Jetzt wollte ich mal probieren, geht aber nicht. Okay. Also die Zapfsäule ist wirklich auf den einen Platz gelegt. So, du bist der am Arbeiten? Ja. Dann Mail. Das war's. Viel Glück. Hatten wir das nicht schon? Herzlichen Glückwunsch, mein liebster Neffe. Mit dieser Überweisung sind die Schulden. Okay. Das hatten wir doch gestern schon. Warum zeigt er da das neue Mail an? Naja. Hier ist halt Sandwüste. Ich denke, das Internet ist hier nicht so gut. Reifen, Tür, Spiegel, Batterie. Reifen. Reifen. Und zack, zack, zack. Tür. Eieiei, sieht die Tür wieder aus, ey. Zum Glück sind wir so ein Top-Lackierer, der sogar ohne Lackiererei das machen kann. Ein Spiegel. So, perfekt. Spiegel. Und was war noch? Eine Batterie. Hä? So, Batterie. Das. Dann rausheben den Strecksteil. Die neue rein. Dann das und das. Und tschüss. Okay. Kraftstoff. Ich komme gleich. Da war wieder mal fast die Wand dazwischen. So, wie schaut's mit meiner Kohle aus? Eigentlich gut. Wie viel Benzin haben wir noch? Eigentlich nichts. Okay. Wir bestellen am besten nochmal. Kraftstoff. So. Und jetzt da ist es so, sobald wir jetzt 5000 haben, bezahlen wir den Onkel. Und dann sind wir endlich mit viel Hoffnung und Glück los. Und dann ist unsere Tanke endlich so weit, dass wir die richtig gut ausbauen können. Das wird die Tanke eurer Träume, Leute. Da könnt ihr sicher sein. Ich hoffe nur nicht die Albträume, aber hey, das sehen wir dann. Alkohol. Alkohol ist hier voll. Ja, komm gleich. Ein Moment. Dass die immer gleich hupen müssen, ey. Zack, 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 zack. Passt. Abmarsch. Waschanlage. Hi. Was willst? Einmal waschen. Natürlich. Ich auch. Nicht? Okay. Wenn es halt so ist, dann ist halt so. So. Unser Yuan geht in seine wohlverdiente Pause. Ist ja schön.
Da kommt auch schon Igor Dudley Dudley oder wie auch immer, der immer noch zu blöd ist, leider Gottes, das tolle Rad zu bedienen. Was echt traurig ist, aber hey, so ist es halt. Er hat halt leider Gottes keine Intelligenz gehabt. Ging alles wohl in den Bruder oder der Schwester. So. Auto ist sauber, ich wünsche eine schöne Fahrt. Dreh doch endlich mal das Rad. Fürchterlich. Werkstatt. Guten Tag. Natürlich, ich komme gleich. Hallo, Herr Officer. Na, wie war der Arbeitstag so? Nicht zu benennen, wie es ausschaut. Jo, schönen Feiertag. Oder Feierabend, eins von beiden. Jo, ich weiß, ich bin nice. Ich bin der Gott der Göttermädel. Werkstatt. Moment. Ja. Er kommt gleich, er kommt gleich. Sprich, Aufgabe. Bediene Kasse. Bezahlt hatte ich dich, oder? Ja. Sprich, Bezahlung. Bezahlung. Also ich muss schon sagen, Yuan verdient echt wenig. Tut mir fast ein bisschen leid, der Junge. Aber hey, nicht unser Problem. Wo haben wir es denn? Okay. Zwei Reifen und zwei Spiegel. Uiuiuiui. Was haben wir denn da wieder getrieben? Und der Reifen auf der einen Seite, alles klar. Zack, 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 zack. Okay, das ist wieder mal nicht gegangen, dass Andrew zur Kasse rennt. Zumindest wird es nicht angezeigt. Andrew, sprich, Aufgaben, bediene Kasse. Jetzt rennt er, endlich. Hin und wieder will es einfach nicht. Wie jetzt zum Beispiel. Bei Yuan steht, dass er sich ausruht und bei unserer Lady nicht. Wie wenn die jetzt einfach nichts tun. Aber wir sehen, dass sich der Balken ja sozusagen wieder regeneriert. Also wird sie sich wohl ausruhen. Hoffentlich. Ein Spiegel und dann war's das, oder? Jo, have a nice day. So, einmal voll machen? Natürlich, Kollege. Oh, sorry, Kollegin. Wieder voll verschaut, Leute. Kein Wunder, wenn ich immer wieder verprügelt werde. Ist auch ein gewagtes Outfit. Schaut mit dem Druck aus. Sehr gut. Der Druck auf der Leitung ist bestehend. Aber nicht durch die. Die ist dafür nicht hübsch genug. Entschuldigung, soll nicht heißen, dass sie hässlich sind, meine Dame. Sie sind einfach nicht mein Typ. Für mich sind sie hässlich. Ups. So. Ist der jetzt bald mal sauber? Alter, da ist kein Dreck mehr drauf. Ja, gut. Die eine Seite ist vielleicht nicht so sauber. Nee, die Danke kann nachher Yuan aufräumen. Hab keinen Bock. So, sehr schön. Wir haben noch über 400 Liter, das heißt Onkel. Aufgabe erledigt. Woohoo!
Von nun an gehört die Tanke uns nur allein. Ist da gerade eine Untertasse in das Flugzeug gecrashed? Das ist aber nicht gut. Oh yeah. Hier, du Penner. Da hast du das Geld. Oh Gott, ich krieg schon wieder eine in die Fresse, oder? This place you've got here is amazing. And you've got all the money? Great, that's mighty kind of you. Best of luck, and hope I want to have the combat cure all angry and everything. Forget to tell you, boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out your parking area. Peace. Was? Dennis Devine's Siren. Ah. Okay. Ah. Der Typ hat ausgesehen. Wo steht das Teil jetzt? Hier. Oh yeah. Teil zum Werfen, hä? Für Dennis. Das finde ich ja gar nicht so schlecht. Kann ich da immer wieder eine neue spawnen lassen? Ja, wäre schon cool. So. Also jetzt sind natürlich die Kunden wieder weg, hä? Aber die kommen sicher gleich. Guten Tag, ja, da kommen sie ja schon. Wir sind zwar so gut wie pleite, aber hey. Wir sind dafür jetzt endlich wieder unser eigener Chef, haben keine Schulden. Alles perfekt. Tankstelle reinigen, Johann. Dankeschön. So. Na, entschieden? Einmal voll machen? Ja? Okay. Ich stecke ihn rein, ne? Ja? Ja, okay. Dann stecke ich ihn rein. Die Kunden, die sich nie sicher sind. Gibt's halt auch. So. Und voll ist die Hütte. Gute Fahrt wünsche ich. So, Jan. Gib mal ein bisschen Gas. Hier ist ganz schön dreckig. Okay. Ja. Batterien haben wir, glaube ich, keine mehr. Reifen habe ich auch keine mehr. Guck mal. Der Hügel kehrt weg, oder? Der kam, glaube ich, durch den letzten Sandsturm. Tür, Tür. Okay. Einmal Tür. Ah, da habe ich wieder 23 Dollar gesehen. Ah, dann die Tür und knapp im Reifen war es, ja, sehe ich schon. Perfekt. Dann schnappen wir uns mal Rudy und fahren den einen Dreck weg. Ah. Rennt mir der einfach durchs Bild. Ich muss aber schon sagen, ich bin doch froh, dass wir jetzt wohl unseren Onkel los sind. Endlich können wir das Geld nur für uns benutzen. Der geht uns nicht mehr auf den Geist. So, und jetzt da gleich bei ihm einen Darlehen aufgesetzt von 10.000 oder so. Damit es sich lohnt. So, dale. Ja, ich sag mal so, wir haben genug Ressourcen, dass wir es uns leisten können. So, Reifen, teuer. Haben wir noch genug? Teuer, haben wir noch genug? Teuer. Gut, dann nicht. So, wir wollten Rudy schnappen. Hey, yo. Rudy! Der ist noch voll. Der ist voll. Rudy! Rudy? Wurde der auch nach hinten teleportiert, als unser nettes Teil da hier erschien? Rudy? Yo, Rudy ist da hinten. Passt. Okay, dann waschen wir den noch schnell ab.
Highspeed-Verfahren. Wird auch funktionieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Was sehen wir dann? Haben wir schon gesehen, so perfekt genau muss es ja nicht einmal sein. So. Gustav werden wir auch bald wieder besuchen müssen. Have a nice day. So, Dali. Rudy, ab geht's mit uns. Woohoo! Ob ich die Sandbank da auch wegmachen kann? Dann haben wir ganz schön viel Arbeit dann. Wow, wow. Das können wir gleich mal ausprobieren. Nein, ups. So, abkühlen, aussteigen. Komm gleich wieder, Rudy. Guten Tag, die Dame. Gott, Alter. Guten Tag, der Herr. Entschuldigung, ich meinte die Dame da hinten, nicht sie. Nein, nein. Gott, aber sie fahren wie eine Dame, hm? Drei Blatte Reifen, Herrst. Ist ja nicht normal. Wie kann man sich in der Wüste nur drei Reifen kaputt fahren? Und das muss ja im Grunde zeitgleich passiert sein. Okay. So wie die teilweise drauf sind, traue ich denen auch zu, dass die wortwörtlich mit einem Plattenreifen einfach so lange weiterfahren, bis sie den zweiten haben und dann den dritten und dann ist alles vorbei. Zack. Ja, nervt nicht. Was wolltest du noch? Ich glaube, ein Spiegel war es, oder? Oder Öl. Öl, glaube ich, war es. Öl und die Tür. Einmal Öl. So viel? Der arme Wagen. Kein Wunder, dass der schon fast im Arsch war. So. Bernd, danke. Der wollte einfach die rechte Maustaste nicht akzeptieren. So, Rudy, los geht's. Okay, wir geben mal Gas und steigen jetzt aus. Rudy rollt mal vor. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ja, Rudy steht schon. Aber der Versuch war gut. Jo, ciao. Woo. So. 1659 Dollar. Ich würde jetzt mal schauen, ob wir irgendwas upgraden können. Und wie viel das natürlich kostet. So, des Weiteren fahren wir auch noch mit Rudy nach hinten. Ich will sehen, ob ich die fette Sandbank, die große, auch wegkarren kann. Weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber wenn es geht, dann machen wir es natürlich. Aha, Kunde an der Kasse. Wir haben Andrew an der Kasse. Das passt. Johann reinigt noch. Was will man mehr? So. Ja, den können wir auch kleiner machen. Gut. Dann heißt es wohl, den auch abtransportieren. Ich komme gleich. Ach, roll mal ein Stück vor, Rudy. Ja, ja, ja. Einfach aufpassen, wo sie hinfahren und fertig. Egal, ob ich ihnen vor die Flinte laufe oder nicht. So. Herausforderung. In 13 Minuten 12 Autos reparieren. Das sollte ja kein Problem sein.
reparieren die Autos immer sehr, sehr schnell. Das einzige Problem, es könnten die Reifen sein. Wir haben nicht mehr so viele. Ich werde wohl Reifen nachbestellen müssen. Aber gut. So, wie schaut's aus? Ist das Auto jetzt bald sauber? Und der Werkstatt, der ist mal wichtig. Komm. Mach endlich, sag. Boah, Alter. Super. Danke. Weg da. Kunde an der Werkstatt. Jo, servus. Was darf's sein? Bitte was Schnelles, wäre geil. Reifen, Reifen, Tür, Tür. Oder eine Tür. So, ist egal. Ich mach gleich beide. So. Bin wie die Nesca. Ich bin einfach ultimativ schnell. Und der nächste Reifen. Und wir werden den Reifen gleich nach. Wir werden Reifen gleich nachbestellen, egal was sie kosten. Wir haben 1009. Hä? Ja, da kann ich ja doch gleich mal. Also 15 werden wir schon brauchen. Bis die günstig sind, sind die eh wieder weg. Ich sag, wenn die Reifen super günstig sind, dann kaufe ich mit Absicht gleich so viel, dass auch im Lager welche sind. So, da bin ich wieder. Hatte gerade einen übelsten Soundbug und der war echt laut. $53 ist billigstes sind $50. Ja, weißt du was? Das ist mir dann perfekt. Ob ich jetzt da $3 spare oder nicht, ist mir egal. So. Passt. Die nehmen wir. Brauchen wir sonst irgendwas? Nope. No saving. Okay. Kraftstoffwaschanlage. Ja, der. Jetzt gerade war echt ein übelster Soundbug, so mit Hämmern und Druckluft. Also hörte sich echt übel an. Und musste echt das Spiel neu starten. Denn der ging einfach nicht weg. Aber so ist es halt mal, ne? Angestellte. Miami. Bezahlen. Bezahlt habe ich dich. Aufgabe. Bediene Kasse. Sprich. Bezahlen. Bezahlt ist er. Nein, nicht entlassen. Ich brauche den Mann noch. Werkstatt. Perfekt. Jetzt könnte es aber dadurch natürlich wieder ein bisschen knapp werden, hä? Noch 9 Minuten 21 für so viele. So, wir brauchen eh sicher einen Reifen. Kennen das doch. Komm, runde damit. Rauf damit. Und wir brauchen noch einen zweiten Reifen. Grüß Gott, die Dame. Könnte knapp werden mit der Werkstatt. Have a nice day. Yo, Coyote. Was geht ab? Christi. Servus. Komm mal rauf, die Hit. Danke. Tschüss. Um der Kraftstoff. Die Kunden an der Waschanlage, auf die pfeife ich jetzt mal. Ich will eher darauf schauen, dass ich immer zur Werkstatt frühzeitig komme. Jo, hadludludu. Okay. Wenn aber kein Auto zur Werkstatt kommt, dann kann ich es auch gleich machen. Aber sobald da Werkstatt steht, ran mal los. Aber ich würde sagen, erst in der nächsten Folge ran mal los. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Und ja, wir werden wieder arbeiten. Wie die Verrückten. Um die beste Tankstelle in der ganzen Wüste zu haben. Weiß gar nicht, ob das hier Texas ist. Mal schauen. Ciao.